70 Kubik Unterbodenbeleuchtung auf Hochglanz poliert, Bullen haben keine Bedeutung. Und wenn die Tachonadel steigt und ihr ganz laut schreit, guter Tuning ist not bad crime. Ja, Digga, ich bin jetzt in der Woche nicht. Okay, Khalas, so. Wir haben das jetzt wieder zugemacht, ne? Sind wir wieder. Mach mal optisch Scheiße. Die Kupplung brauchen wir. Mein Bett läuft. Schlafe derzeit ohne. Boah, Alter, Junge, ich weiß, die Flossen wieder so. Alter. War fest. Den Wandler kannst du auch haben, wenn du willst. Der ist noch eigentlich top. Je nachdem, wie deine aussieht. Ironisch. So. Perfekt, dann haben wir das, das. Soft bleibt drin, ne? Ja, aber da ist eine neue dabei. Also kannst du genauso lassen. Kannst du die dann bei mir fahren, oder? Kannst du machen. Kannst du die bei mir mal ausprobieren? Ja. Weil ich hab ja dickste Probleme gerade mit Kumpel. So, dann haben wir hier die Gegendruckfeder. Schuh die da rein, ne? Ja. Das hier, ne? Ja. Digga, das sieht so. Oh mein Gott, Digga, das fühlt sich so gut an. Hä? Hey? Ja, ja. Ist das normal? Das, warte mal, ja. Vielleicht ist da ja noch was. Federteller ist doch da. Warte, was ist das hier? Hallo? Hä? Was ist das? Dichtung. Aber wofür? Oder nicht für Wandler auf jeden Fall. Mach mal auf. So, wir sind jetzt beim Wandler. Oversize-Wandler. Wichtig ist, den einzufetten, die orangene Dichtung nach oben, die etwas dunklere nach unten, dann halt ja, eingefettet halt, ne? Dann zusammen. Wenn ich irgendwelche Fehler mache oder so, ne, dann korrigiert mich auf jeden Fall in den Kommentaren. Dann kommen jetzt hier diese Bolzen hier in die Nut rein. Ist auf jeden Fall jetzt die 41er Steigung. Ich hab's gefangen, Digga. Und hier noch einen rein. So. Und jetzt der Wichser hier drauf. Mhm. Und so ist auch fertig schon, oder? Mhm. Aber was ist das jetzt nochmal gewesen? Stimmt. Der kleine Hund. Der Mongo. Aber das war ja jetzt easy eigentlich. Das Baba. Jetzt machen wir den mal gerade zu. Gehen wir hier gerade ein bisschen durch. Reinigung, Wanderscheibe, Warnhinweise. So, wo ist der Riemen? Ja, ja. So. Dann einmal der Keilriemen. So, und jetzt kommt der hier rein. So, dann kommt der Wichser hier drauf. Mutter drauf in Jelle. Wo ist die Mutter? Hm. So, dann die Mutter. Und dann machen wir es gleich schön fest. So, das ist fest. Jetzt machen wir das gute Stück. Als erstes kommt hier so ein Abstandshalter drauf. Dann können wir hier gucken. Ne? Kommt die ganze Vario drauf. So. Und dann kommt die Scheibe hier. So. Dann kommt
kommt der Wix, also Kairi. Kollege. Dann kommt der Wixer. Und das. Dann kommt der hier oben drauf mit der Scheibe. Und der Scheibe. Oder auch nicht. Nee, ohne Scheibe. Der hier drauf. Und dann noch die Mutter. So. So, dann machen wir es mal fest. Dann schlage ich. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben jetzt ein neues Oil. Mal gucken, wie das ist. Was ist das? 80W90. Aber mal gucken, ob das auch so dickflüssig ist. Nee. Das andere ist krass, ja. Keine Ahnung. Also 150 Milliliter. Mach 160, komm. 110 soll rein, immer ein bisschen mehr machen, scheiße. Ja. Chalas. So, wie viel besser. Ja, das fließt viel besser. Das war andere, war so ein Billigöl. Aber schön dick, ist doch nicht schlecht. Keine Ahnung, aber das ist ja auch 80W90, das ist nicht so dick. Das ist alles ohne Sinn irgendwie. Guck mal, wie schnell das jetzt ging. Das andere war wirklich Honig. Ja, das andere war 10 Minuten im Löffel gebraucht, bestimmt. Ja. Ja, das hat so lange gedauert. So, dann haben wir das. Jo, da seid ihr ja, Digga. Jetzt sehe ich euch auch mal. Tschüss. Ja, was soll ich sagen? Wir sind fertig. Bemet ist an dem Tag schon nach Hause gefahren, weil das war schon spät. Und die Karre ist jetzt fertig. Ich habe nicht mehr gefilmt, weil das war einfach alles Schmutz, Digga. Und wir haben ein ganz dickes Problem. Also ich habe ein dickes Problem, aber ihr auch. Und vielleicht könnt ihr mir helfen. Hört einfach mal. Bruder, also ich weiß wirklich nicht, ne? Das Getriebe ist neu drin, das passt auch alles und es ist auch eigentlich alles richtig. Es macht komplett komische Geräusche. Ich habe, also Lilo wollte mir wirklich komplett helfen und er hat mir auch komplett geholfen, aber wir haben nichts gefunden. Wir haben wirklich alles ausprobiert. Wir haben die Unterlegscheiben mal rausgenommen, wir haben mal nur eine Unterlegscheibe reingenommen, wir haben das Getriebe mal komplett rausgeholt, wir haben mal ein anderes Getriebe eingebaut, also halt vermischt. Wir haben geguckt, ob alle Lager in Ordnung sind, ob alle Lager richtig drin sind, ob das wirklich aus dem Getriebe kommt oder ob das irgendwo anders herkommt. Und Bruder, wir haben nichts gefunden, ne? Dieser Chatverlauf von Lilo Scooter Performance und mir ist geisteskrank lang und ich habe es nicht geschafft. Ich habe locker jetzt 10, 11, 12, 13 Mal den Getriebedeckel aufgemacht und irgendwas verändert. Aber ich habe es nicht gefunden. Keine Ahnung. Die Karre ist jetzt fertig. Worauf ich noch kurz eingehen wollte, war, wir fahren ja bei der EST mit und da mussten wir ein paar wichtige Dinge für noch tun, die ich auch getan habe, bis auf eine Sache. Also, ich bin am 24.06. und 25.06. Samstag und Sonntag in Spa in Belgien und da werden wir das Rennen mitfahren in der Beginners Class. Und schau mal, was wird. Also ich habe richtig Bock. Ich habe echt richtig Bock auf das Wochenende. Das wird bestimmt richtig geil. Dann werden wir auch das erste Mal Lilo sehen. Werde ich direkt abfacken. Ja, ich lieb's. Und wir mussten halt für das Rennen noch ein paar Sachen machen. Die wollte ich euch einfach kurz mal zeigen, weil es wirklich nicht viel ist. Und dann kann man schon bei so einem Rennen mitfahren, ne? Also Regel Nummer 1 ist der guck mal, hier ist noch einfach Kiespad, Digga. Wo die Bremse geplatzt ist, Alter. also wir fangen jetzt an, scheiß drauf. Also als erstes muss man Killswitch am Lenker haben. Ist nicht schön, aber es funktioniert, ne? So wie immer. Das muss ich am Lenker haben, das werde ich auch tatsächlich so fahren einfach, hier, ne, mit dieser Schlaufe auf ganz locker,
Weil wenn das schon hier ist, Digga, dann kann ich mir das auch um Handgelenk machen. Das juckt ja dann nicht. Das merkst du überhaupt nicht beim Fahren. Ich werde dann auch so fahren und dann, ne, falls ich auf Fresse fliege, geht die Karre aus. Dafür ist das ja eigentlich gemacht, ne? Jetzt benutzen wir es endlich mal richtig. Das ist Pflicht, dass der Ablenker ist. Dann, was auch noch Pflicht ist, ist, falls man Domstrebe fährt, muss hier unten was drinnen sein. Zum Beispiel eine Plexiglasscheibe, hier mit Kabelbinder fest und hier unten irgendwie mit Kabelbinder fest. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich hier noch ein Plexiglas reinmache oder nicht. Oder ob ich die einfach abmache. Ja, weiß ich noch nicht. Eigentlich macht die schon Sinn, aber ich weiß nicht, wie ich das hier mit dem Plexiglas machen soll. Das ist ein bisschen schwierig. Kann ich, also, ne, weiß ich nicht. Ja. Genau. Dann, was auch noch Pflicht ist, es gibt so auch bei ScooterTech schon so ein Sicherungsdraht. Und mit diesem Draht müssen alle wichtigen Schrauben gesichert werden. Das heißt Öleinlassschraube und Ölauslassschraube. Genauso wie die Schrauben für den Bremssattel vorne und hinten. So. Dieser Draht. Ich glaube, 2 Meter haben jetzt 1,80 gekostet. Also das ist auf jeden Fall in Ordnung. Man muss halt das hier ein bisschen umbauen. Man muss hier im Busschrauben reintun, damit man hier ein Loch reinbohren kann. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber hier ist ein Loch drin, hier ist ein Loch drin. Genauso wie hier in dem. Warte, ich mach den mal auf, dann könnt ihr das sehen. Genauso wie hier auch in der Einlassschraube. Hier ist auch ein Loch drin. Ne? Und da müsst ihr dann Draht durchballern und das dann so festdrillen, dass die Schrauben sich nicht lösen können. Und das muss man halt bei den Bremsen machen. Hier die zwei, dann die Öleinlass und auch die Ölablassschraube, die wir hier sehen, die hat das auch und die muss auch gesichert werden. Genauso wie vorne. Hier, da bin ich noch nicht fertig. Da muss ich die zwei Schrauben noch einmal kürzen und dann ist das fertig. Aber das ist ja schnell gemacht. Das muss man hier vorne auch machen. Ich hoffe, ich bekomme von RPG noch die 220er Scheibe vom Rennen, weil die haben die jetzt neu im Lager, neu im Shop, aber die sind noch nicht im Lager und deswegen habe ich noch keine bekommen. Ich hoffe, dass das klappt, weil die Bremskraft ist dann echt doppelt so gut. Ja, genau das muss gemacht werden. Und dann gibt es noch eine Sache, nämlich der Vario-Deckel darf, das ist der von Bennett, nicht wundern, ne? Mein Vario-Deckel ist hier. Den darf ich nicht fahren, weil der hat zu große Löcher. Die Löcher im Vario-Deckel dürfen nur irgendwie so breit sein, dass da der Finger nicht durchpasst oder so. Und hier kannst du easy durchpacken und deswegen ist ja verboten der Deckel. Deswegen fahre ich jetzt den originalen Deckel von Bennett, halt nur für das Rennen. Und jede einzelne Schraube aus dem Vario-Deckel muss drin sein und auch fest sein. Das sind so die einzigen Sachen, beziehungsweise die wichtigsten Sachen, die meisten Leute nicht haben. Aber das ganze Regelwerk findet man auf jeden Fall auch bei denen auf der Website. Ne? Ja, wie heißen die? European Scooter Trophy.de oder so, glaube ich. Da findet man alles. Kann ich euch mal unten in die Videobeschreibung packen. Dann hat Ehrenbruder Lilo ja auch noch meinen Pott geschweißt. Der war ja gerissen. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen in dem Video vom ScooterTech. Auch komplett kacke. Ich hoffe, der hält. Aber sieht gut geschweißt aus. Also müsste eigentlich halten. Das ist es eigentlich. Also ich zahle jetzt, um bei dem Rennen mitzufahren, für Eintritt und Startgebühren 85 € mit Versicherung bei der Beginners Class. Und da kann jeder mitfahren. Du könntest ja auch theoretisch mit einem ungedrosselten Roller mitfahren. Nur nach oben sind Grenzen. Also du darfst, glaube ich, also ab einer gewissen Racing-Klasse darfst du die Zylinder nicht mehr fahren in der Beginners Class. Aber das ist kein Problem. Also man darf auf jeden Fall RT zum Beispiel, Stage 6 RT, darfst du ohne Probleme fahren. So, ich würde sagen, wir machen die gute Karre jetzt mal an und schauen mal, was wird. Akkusystem hat mich auch viele darauf angesprochen. Das ist, kann ich ja mal kurze unbezahlte Werbung machen, von Norm Engineering, ich glaube Scooter Printing Parts 24.de oder so. Da könnt ihr den kaufen für Makita 18 Volt und für Bosch 18 Volt auch. Dann habt ihr quasi keine Batterie mehr und das ist eure Batterie so. Weil für die elektrische Wasserpumpe brauche ich halt eine Batterie und halt auch, ne, für die Temperaturanzeige auch. Wir machen die Wasserpumpe an. Ihr könnt sie auch schon hören. Und dann natürlich noch einmal
den Spiritan auf. Der ist schon auf. Und dann würde ich sagen, machen wir die Karre mal an, wa? Oha! Also so läuft die halt echt gut, ne? Aber hört euch jetzt mal das Getriebe an, Digga. Das ist wirklich bodenlos. War sonst echt High-End das Spiel, Digga. Bodenlos, wie geil die geworden ist. Ich bin noch keinen Meter gefahren, aber ich habe richtig Bock. Und wir müssen ja noch abstimmen. Dieses Mal fahren wir nicht zu Andreas, weil das ist einfach ein bisschen zu teuer. Und auch hat der keine Zeit jetzt mehr davor. Deswegen werden wir es mal selber machen wieder. Oh mein Gott, die Abgase. Ja, wir müssen mal gucken. Keine Ahnung, ich kann euch da nicht zu viel versprechen, aber im nächsten Video werden wir die Karre auf jeden Fall abstimmen. Und an die Leute, die mir nicht auf Instagram folgen, die einfach die Hälfte, wenn nicht noch mehr, von meinem Leben verpassen. Ich habe mir einen China-Bomber wieder gekauft für einen Fufi. Ihr wisst, was das heißt. Also, es wird bald wieder China-Action geben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Heide Yalla und ciao Kakao.